Herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin. Heute habe ich wieder drei wunderbare Geschichten für euch. Erstens, Einhörner waren an Bord. Zweitens, wir begleiten das Auslaufen. Und drittens, Piet Flosse. Viel Spaß. Wir bei AIDA freuen uns ja immer, wenn wir sehen, wie gut erholt unsere Gäste sind, wie viel Spaß sie haben an Bord. Und wenn wir tut es oder tut das nicht mit ihnen spielen, dann besonders. Sternschnuppe ist heute unsere Hauptakteurin. Warum das so ist, sehen Sie gleich. Kleine Challenge. Ich gebe dir 2 Cocktailgutscheine, wenn du dir dieses Einhorn zwischen die Beine packst und hier einmal runtergaloppierst und sagen, Joggen ist kacke, Einhornreiten ist super. Machst du das oder machst du das nicht? So, Frage aller Fragen. Ja, sicher. Ja, sicher? Ja. Okay, dann gucken wir uns das Ganze natürlich mal an. Hat er es gemacht oder hat er es nicht gemacht? Ja, okay. Perfekt. Joggen ist kacke, Einhornreiten ist geil. Herrlich, oder? Dieser neckische Schlag auf den Hintern an der Stelle. Zack, und dafür gibt es für Sie direkt 2 Cocktailgutscheine. Wenn du jetzt hier vorne gleich einmal den Minigolfball einlochst, ja. Ich würde dir einen Magnum-Gutschein geben, wenn du ausrastest, als ob Deutschland die Fußball-WM gewonnen hätte. Machst du das? Und? Ja. Hat er das gemacht? Ja. Gucken wir mal, ob der Mann sich dazu bereit erklärt hat. Ja. Ja! Das gesehen? Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Kinder mega peinlich berührt 2 Meter weiter standen und dachten, oh Papa. Ich gebe Ihnen einen Gutschein und zwar für ein Magnum und Sie laufen dafür einmal die Treppe hier hoch und rufen ganz laut, Sport ist Mord. Was man gerade nicht sieht und nicht, was ich aber trotzdem gerne dazu sagen möchte, ist, da vorne steht gerade der Fitnesstrainer mitten auf der Plaza und hält eine, so einen Vortrag über Fettabbau oder so. Ich weiß es nicht. Hat er es gemacht oder hat er es nicht gemacht? Nee. Nicht? Wir gucken mal rein. Ja! Ja! Sport ist Mord! Man beachte den leicht verwirrten Sport. Das Auslaufen ist ja für mich einer der schönsten Momente der Reise. Alles liegt noch vor einem und dieser magische Moment zum ersten Mal raus aus dem Hafen. Ah, herrlich. Guckt selber. Ich habe mir diese Route ausgesucht, weil wir diese ganzen Städte noch nicht gesehen haben, die Länder noch nicht kennengelernt haben. Das ist eine interessante Route und St. Petersburg ist eine Stadt, in die man wahrscheinlich sonst nicht kommen würde. Was erwarten Sie sich von Ihrem Urlaub? Tolle Erlebnisse, ja. Interessante Städte. Gut essen, gut trinken. Gut essen, gut trinken, ganz wichtig. Die schönste Zeit des Jahres zu verbringen mit guten Freunden. Phänomenal. Das ist einmalig, was heute passiert. Für uns zwei. Und wir alle freuen uns schon richtig auf AIDA Nova und ich freue mich besonders auf Piet Flosse. Er ist der Star aus 1, 2 oder 3 der wunderbaren Familienshow. Ach, guckt selbst. Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Piet. Und wenn ich nicht gerade im Meer schwimme, dann fahre ich am liebsten mit einem tollen großen Schiff über die 7 Weltmeere. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir spielen da demnächst zusammen 1, 2 oder 3. Also, kommt vorbei. Tschüss.
Und wenn auch ihr jetzt so richtig Lust bekommen habt auf einen wunderbaren Urlaub, dann geht ins nächste Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Teneriffa. Als nächstes besuchen wir Fuerteventura und Lanzarote. Und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Gran Canaria. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit der wunderbarsten Musik. Ich wünsche euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. It's for the way that you're looking at me. Oh, it's for the only one I see. Three is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. It's more than just a game for two. Two in love can make it take my heart. But please don't break it, love was made for me and you. Love was made for me and you.